2009 hatte ich Schmerzen im rechten Handgelenk, über ein paar Monate hinweg schon. Und bin dann ja so vor Weihnachten das erste Mal zum Arzt gegangen, hatte dann für Mitte Januar schon einen OP-Termin. Und an Silvester 2009 bin ich dann hierher gekommen in die Uniklinik, weil die Schmerzen dann doch zu stark waren. Und genau, wurde dann erstmal untersucht. Zunächst vermutet die 25-jährige Architektin, dass die Schmerzen im Handgelenk von einer Sehnenscheidenentzündung kommen. Nachdem ihr Arm geröntgt wurde, stellen die Ärzte einen Abszess im Knochen fest. Viermal wird sie im Januar 2010 in der plastischen und handchirurgischen Klinik operiert. Zwar gelingt es den Ärzten, die akute Knochenvereiterung auszuheilen, zurück bleibt jedoch ein großer Knochendefekt. Dass Carina die richtige Patientin für eine neue Behandlungsmethode ist, liegt den Ärzten auf der Hand. Und zwar dem sogenannten Tissue Engineering. Unter Tissue Engineering versteht man die Anwendung von Ingenieurskunst zusammen mit Erkenntnissen aus der Zellbiologie und aus der Materialforschung und medizinischen Erkenntnissen, um Ersatzgewebe im Labor zu züchten, was menschliche Organe wieder reparieren soll oder zum Teil ersetzen soll. Und diese ganzen Wissenschaften zusammen werden versuchen, mit allen ihren Methoden gemeinsam ein dem Menschen ähnliches Gewebe wieder im Labor herauszubilden. Carina muss nicht lange überlegen, ob sie mit der neuen Methode behandelt werden möchte. Ihr wird schnell klar, dass sie damit wieder geheilt werden kann. Ja, also man hat gar nicht groß drüber nachgedacht. Es wurde eigentlich ganz gut erklärt und man vertraut den Ärzten ja dann in gewisser Weise auch, muss man ja. Und es war sozusagen der einzige Weg, dass man es wieder rekonstruieren kann und es wieder so wird wie vorher. Für Tissue Engineering, also der Gewebezüchtung, werden Stammzellen aus dem Knochenmark oder dem Fettgewebe genommen. Im Labor werden die Zellen für das Gewebe gezüchtet. Grundsätzlich ist es so, dass man zunächst einmal ein dreidimensionales Gerüst braucht. Wir nennen das Matrize oder Scaffold. Und dort werden menschliche Zellen hinein verpflanzt, die dort sich wieder einnisten können und die sollen dann dieses Gewebe bilden. Man hat nur gelernt, dass es so einfach nicht ist, sondern um das erfolgreich in den Menschen zurückzubringen und ihm zu helfen, braucht man ein Blutgefäß. Und das haben wir in Erlangen entwickelt, maßgeblich vorangetrieben jedenfalls, dass wir kleinste Blutgefäße in solche Konstrukte hineingepflanzt haben unter dem Mikroskop. Bei Carina wird dabei eine ganz neue Methode angewendet. Bei der Carina haben wir konkret viele dieser Techniken aus dem Tissue Engineering genommen, wenn man so will, wie aus einer Art Baukastensystem, und haben die bei ihr zusammengesetzt und damit ihr geholfen, dass sie einen großen Knochendefekt selber reparieren konnte. Dazu haben wir so ein Blutgefäß von ihr umgeleitet in diesen Knochendefekt hinein, haben eine Matrize, also ein Knochenersatzmaterial hineingebracht, einen Kleber, der das Ganze zusammenhält, und ihre eigenen Knochenmarkszellen als Punktat hineingetan. Und aus dieser individuell geformten Sache an ihr selber hat sie selbst dann mit diesen Techniken ihren Defekt reparieren können, was vorher so noch nach unserem Wissen nicht gemacht wurde. Was Carina heute noch an die Schmerzen erinnert, ist lediglich die Narbe am rechten Unterarm. Ich bin weder in der Arbeit noch im Alltag eingeschränkt, kann jeden Sport machen. Die Behandlungsmethode will man am Universitätsklinikum Erlangen noch weiterentwickeln. Eine große Gruppe, die sicher darauf angewiesen sein wird, sind die Patienten, die die ganze Haut verbrannt haben. Da macht man das auch schon länger, dass man die nur zum Überleben bringen kann, wenn man ihre restlichen eigenen Hautzellen so weit vermehrt, dass man die Oberfläche damit wieder schließen kann. Viel größere Hoffnung setzt man darauf, dass Organe wie zum Beispiel eine Leber irgendwann oder eine Niere ersetzt werden können, weil es eine Knappheit an Spenderorganen gibt. Das ist ja im Moment gerade ein großes Problem, nicht nur in Deutschland. Und man hofft, dass man durch diese Techniken das in Zukunft einmal umgehen kann, dass man den Leuten aus ihrem eigenen Zellmaterial wieder eine Ersatzleber, eine Ersatzniere, vielleicht auch mal ein Ersatzherz herstellen kann. Und sie auf diese Weise dauerhaft mit doch relativ wenig Schaden auch heilen kann. Tissue Engineering, eine neue Behandlungsmethode, die in Zukunft also noch mehr Patienten von ihren Schmerzen oder ihrer Krankheit befreien soll.